Alola Leute und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Sonne. Im letzten Part haben wir ein paar Pokémon fotografiert mit der neuen Funktion des Rotom-Dexes und sind in Hauholi City angekommen, genau. Ja, dann schauen wir uns doch mal hier ein bisschen weiter noch um, ne? Hier gibt es noch einiges zu sehen. Ich will noch nicht zu Lilly, aber lässt sie mich... Ne, sie lässt mich nicht vorbei, ist okay. Ist okay, war mir klar. Na gut, dann nicht. Hallo Flo, darf ich dich etwas fragen? Suchst du denn deine Kleidung eigentlich selbst aus? Nee, das macht Mutti. Dass diese Antwort kam, wusste ich echt nicht. Aber okay, na klar. Natürlich, wie wohl die meisten anderen Leute auch, nicht wahr? Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Da weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen. Ach übrigens, Flo. Schau mal, was ich hiervon in der Boutique erhalten habe. Kaum hatte ich den Laden betreten, hat mir einfach so diesen Artikel überreicht. Einem Anschein nach meine Güte, deutsche Sprache, schwere Sprache heute am Freitag. War ich der 99.999. Kunde der Boutique. Da ich aber so etwas ähnliches bereits besitze, würde ich ihn gerne dir überlassen. Ach ja. Ich nehme das Ganze hier, jetzt das Item Linsetree. Ich nehme diese Parts hier übrigens schon lange, lange im Voraus auf. Also, ich weiß nicht, wann ich das hochlade und wie ich es hochlade und so weiter. Aber ich bin mittlerweile schon, ohne es hochgeladen zu haben, jetzt beim 11. Part angelangt. Jetzt das Item Linsetree. Linsetree, bla bla bla. Jetzt haben wir etwas gemeinsam, nicht wahr, Flo? In der Tat, wir haben nämlich beide das Linsetree, das macht uns zu Verbundenen. Das macht uns quasi zu Seelenverwandten. Eine große Stadt braucht natürlich auch einige Einrichtungen, so wie ein Rathaus zum Beispiel. Da schauen wir später mal hin. Schönen guten Tag. Ich verteile Geschenke an Besucher unserer Boutique. Hier, mit den besten Empfehlungen. Letztes Item, Seidenschal. Ah, wie schön. Was macht nochmal der Seidenschal? Gibst du den Seidenschal einem Pokémon, steigt die Stärke als einer Normalattacken. Dann können wir das Ganze doch mal eigentlich hier Trump geben. Also nicht Trump, sondern ihr wisst schon, wen ich meine. Ich komme gerade nicht auf den Namen auf. Mangunior, genau. Das wird wohl nicht schlecht sein. Nicht Schlechtes, aber was Rechtes. Alles klar. Wundervoll. Ein Seidenschal schon mal zu Beginn ist schon mal nicht schlecht, denke ich mal. Gerade für die Normal-Pokémon am Anfang. Gehen wir mal rein in die Boutique. Schauen wir mal, was es hier so für tolle Klamotten gibt. Wusstest du schon, dass Boutiquen je nach Insel ihr eigenes Sortiment haben? Ach ja, am liebsten würde ich ja gleich alles mit nach Hause nehmen. Aber selbstverständlich, würde ich auch gerne. Nicht wirklich, ich bin nicht so der Shopping-Typ. Wenn du dich umziehen oder neue Kontaktlinsen einsetzen möchtest, kannst du das in der Umkleidekabine tun. Warum muss ich für Kontaktlinsen in die Umkleidekabine, aber okay. Dank dem großen Spiegel ist sie nicht zu übersehen. Ja okay, obwohl hier ist ja auch ein Spiegel eigentlich. Naja, von mir aus. Wäre es nicht toll, wenn man seine Kleidung auf seine Pokémon abstimmen könnte? Nein, ich möchte nicht so rumlaufen wie dieses kleine Knubbelviech. Na, was hast du denn im Sortiment? Bin ja mal gespannt, was es so gibt. Ein Tanktop, gar nicht meins. Nein, auch nicht. Ah, Tanktops sind nicht so meins, muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh ja, ein rosanes Tanktop, unbedingt. Nein. Ah, T-Shirts hier. Zeig doch mal, was wir für T-Shirts haben. So ein schwarzes T-Shirt hätte schon was, ne? Ja, Polohemden nicht unbedingt. Lass mal bleiben. Surfer-Tanktop, wie sehen die denn aus? Nein. Nee. Nee, nee. Wisst ihr was? Ich glaube, ich kaufe mir ein normales schwarzes T-Shirt. Ich glaube, das gefällt mir dann doch am besten. T-Shirt in schwarz, bitte. Vielen Dank. 980 Euro können wir mal ausgeben. Das ist kein Problem. Haben wir auch eine kurze Hose? Nö, ne? Alles nur Dreiviertelhosen hier. Ja, okay, die sollte dann vielleicht nicht unbedingt auch schwarz sein. So eine beige hier, die passt auch ganz gut. Doch, die passt da ganz gut zu. Ach ja, erstmal hier modeln. Ja, ist mir eigentlich egal. Schuhe sind mir auch gerade egal. Nein, danke. Lass mal mit den Hüten mal bleiben. Ja, so passt das. Ja, gerne. Probieren wir doch gleich mal an. Den Rest lass mal so. Das sieht uns albern aus hier. Vielen Dank. Ach ja, das gefällt mir. Das Outfit, doch, das hat schon was.
Wenn du dir nicht sicher bist, wie du dein Outfit zusammenstellen sollst, kombiniere doch erstmal ähnliche Farben. Damit bist du auf der sicheren Seite. Ja, ich finde, das passt ganz gut, so ein schwarzes T-Shirt, also alles sehr schlicht, das passt doch. Schlicht ist immer gut. Ein Friseursalon und eine Boutique, hier gibt's alles, was man für einen Imagewechsel braucht. Na, dann gehen wir auch mal in den Friseur hinein. Schauen wir mal, vielleicht können wir uns ja eine neue Frise machen. Alola! Egal, was dir als Frisur oder Haarfarbe auch vorschwebt, wir gehen hier ganz auf deine Wünsche ein. Du kannst aus einer ganzen Reihe von Haarschnitten wählen. Magst du es eher sehr kurz oder mittelkurz oder darf es was Besonderes sein? Zöpfe vielleicht, oh Gott, wir färben dir auch die Haare ganz wie du es möchtest. Na, was sagst du, probier doch mal einen neuen Look aus, wo du schon mal hier bist. Na gut, wenn sein muss. Herzlich willkommen, was können wir für dich tun, junger Herr? Gucken wir mal, Haare schneiden und färben. Ja, okay, von mir aus. Einmal können wir erstmal machen. Gucken wir mal, ich hoffe. Boah, Flo, du hast dir einen Fleckmon geschnappt. Dieses Pokémon kann ich auch. Ich bin ein riesiger Fan von Fleckmon. Also gut, was soll es heute sein? Ich hoffe, mittelkurz sieht gut aus. Ich weiß es nicht. Dann wirst du aber nicht viel anders aussehen als jetzt. Bist du ja sicher? Ja. Okay, dann bleiben wir bei deinem jetzigen Stil und schneiden nur die Spitzen. Und was für eine Haarfarbe soll es sein? Ja, so ein dunkles Braun, ne? Dunkelbraun soll es werden, dann sieht das mir ähnlicher dann doch noch. In Ordnung, ich bereite Dunkelbraun vor. Gut, dann fange ich jetzt an. Ich verpasse der Tönung noch den letzten Schliff. Wasch, wasch, schnipp, schnapp. Alles klar. Ja, kann man machen. Tada, toll siehst du aus. Als Dankeschön aktualisieren wir auch dein Trainerpassfoto. Vielen Dank. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch, junger Herr. Ich mich ebenfalls. Mein Sohn hat seit kurzem eine ähnliche Frisur wie ein Pepek. Das steht ihm total gut. What the hell? Aber okay. Sie sagt, dass sie die Haare hier mit Hilfe von Pokémon-Attacken schneiden. Unglaublich. Zerschneider oder was? Oh mein Gott. Wird einem mit Zerschneider der Kopf hier kahl gemacht quasi? Oder gibt es noch andere Attacken, die sowas könnten? Ich weiß es nicht. Also Zerschneider würde mir jetzt als erstes spontan einfallen. Das Kampfbefehl ist der Schlemm- und Spachtelpunkt des Einkaufszentrums. Okay. Ins Einkaufszentrum dürfen wir ja scheinbar noch nicht. Je länger ein Pokémon mit seinem Trainer reist, desto stärker wird seine Freundschaft zu ihm. Das ist ja wundervoll. Aber das wusste ich schon. Das ist doch alles bekannt hier. So, ich guck mal hier rein. Sind hier Items oder so? Oder spannende Pokémon zu holen? Man weiß ja nie. Ich gucke mal rein. Einfach mal rein ins Getümmel, ne? Schaden kann es uns nicht. Redfratz haben wir schon. Von daher. Ja, nö. Nee. Aber wir besiegen es mal, weil warum nicht? Kann ja nicht schaden, ne? So eine schöne Step-Attacke sollte auch ein bisschen was bringen. Oder. Ja, gut. Na komm. Das kriegen wir hin, glaube ich. Ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin mit unserem Fleckmon. Wir wollen ja auch noch einen Kampf hier sehen, deswegen mache ich einfach mal diesen Kampf hier fertig. Ist jetzt zwar kein spannender Kampf, aber ja, können wir ja mal machen, ne? Außerdem pockt die Flinkklaue, das finde ich sehr schön. Ach ja, hat sich schon ausgezahlt, Fleckmon die Flinkklaue zu geben? Doch, auf jeden Fall. War nicht ganz dumm, diese Entscheidung. Ach ja. Hauhuli ist schon ein schönes Städtchen hier, muss ich schon sagen. Gefällt mir. Vorsicht, frisch gestrichen. Elima und Farbigel. Ach so, deswegen dürfen wir da nicht durch. Ach so, das ergibt natürlich haufenweise Sinn, nämlich gar keinen, aber das ist okay. Du bist auf Inselwanderschaft, stimmt's? So eine Reise will gut vorbereitet sein. Hier, vielleicht hilft dir das ja. Ein Heilball. Wundervoll. Alles klar, Pokémon, die du mit einem Heilball fängst, erhalten sofort wieder volle KP. Und von Statusproblemen werden sie auch befreit. Ach ja, das ist ja wundervoll. Das Hauhuli Pokémon Center kennen wir ja sogar schon. Ich will deinen Enton haben, also lass uns gleich nochmal tauschen. Ja, das kennen wir ja. Aus der Demo schon. Hey du, weißt du, was Herrscher-Pokémon sind? Sobald du eine Prüfung ablegst, wirst du erfahren, was Herrscher-Pokémon sind. Alles klar.
Entschuldige bitte, du bist doch ein Trainer, oder? Nun, du fragst dich sicher, was solch eine Schönheit wie ich von dir will. Blöde Kuh, die Sache ist die, ich hätte da eine kleine Bitte an dich, hättest du kurz Zeit? Ja, okay. Ich danke dir. Nun, wie du sicher unschwer erkennen kannst, bin ich mit einem wahrlich bezaubernden Aussehen gesegnet. Boah. Aber Schönheit ist eben nicht alles im Leben und wirklich unwiderstehlich zu sein, braucht es auch eine mitreißende, fesselnde Persönlichkeit, verstehst du? Und genau darum brauche ich deine Hilfe. Auf dem Hauholi-Friedhof leben angeblich sogenannte Driftlern. Diese in der Luft schwimmenden Pokémon verfügen zwar über ein unvorteilhaftes, kugelrundes Aussehen, punkten dafür aber mit einer fesselnden Persönlichkeit. Ich erhoffe mir nur im Tausch gegen ein paar Schönheitstipps etwas von ihm zu lernen. Ich werde daher sehr dankbar, wenn du einen Driftler empfangen und den Pokédex registrieren könntest. Dafür belohne ich dich auch gerne. Okay. Eigentlich gerade nicht. Danke trotzdem. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Meine Güte, ja. Soll ich dir was Tolles verraten? Wenn eine Attacke denselben Typ hat wie das Pokémon, das sie einsetzt, erhöht sich der Schaden, den sie anrichtet. Das nennt sich Stab immer noch. Haben wir schon mal irgendwo gehört? Ich glaube in der Schule. Naja, in der Trainerschule war das. Aber das ist okay. Erzähl mir ruhig Dinge doppelt, die mich total interessieren, nämlich gar nicht, aber das ist okay. Das ist okay. Vielen Dank für deine Geduld, bliblablub. So, und was willst du erzählen? Man kann Statusprobleme wie Vergiftungen auch heilen, indem man eine Pokepause einlegt und das betroffene Pokémon Medizin einreibt. So eine Pause wirkt Wunder. Okay. Ich bin, bin ich noch gleich? Achso, ja genau, ich bin der Attackenverlerner. Du willst das? Nein. Ach, der ist ja früh im Spiel. Ausnahmsweise mal. Gucken wir mal, was können wir denn kaufen? Brauchen wir hier von irgendwas gerade? Ich glaube eigentlich eher nicht. Was hat der andere? Sag mal, was du hast. Hast du TMs? Nö. X-Items, wer nutzt denn X-Items? Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer hat schon mal im normalen Playthrough oder allgemein die X-Items verwendet? Ich kenne keinen, um ehrlich zu sein. Aber warum sollte man sie auch verwenden? Ich meine, weiß ich nicht. Sind halt irgendwie unnötig. Aber okay, wir haben einen Beleber gefunden. Das ist doch schon mal schön. Eine Leber haben wir gefunden, was? Und ein neues Pokémon, beziehungsweise kein neues Pokémon. Wer weiß, ob es ein neues Pokémon ist? Ich weiß es doch nicht. Es ist ein Wingull, es ist kein neues Pokémon. Es ist ein langweiliges, stinkendes Wingull. Denn Wingull stinken für gewöhnlich arg nach Fisch. Woher ich das weiß? Tja, ich habe schon mal an einem Wingull gerochen, meine Fresse. Ich hab's heute aber auch mit dem Deutschen, im heutigen Part. Es tut mir leid, dass ich mich heute andauernd verlabere, aber irgendwie... Fleckmorn. Fleckmon ist so scheiße langsam. Okay, ich greife ihn doch an. Ich besiege es noch eben. Wenn der mich hier zu Tode nicht flüchten lassen will, dann muss man halt kämpfen. Kämpfen? Ja, kämpfen, mein Kleiner. Oh, meine Güte, ey. Ja, setz ruhig deine Aquaknarre ein. Dieser Kampf könnte sich etwas ziehen. Aufgrund diverser Eigenschaften von Wingull, dass es mich zum Beispiel nicht flüchten lassen möchte. Du blödes Viech. Haha, du kannst mich nicht verwirren, ich hab Tempomacher. Oh, ist das schön, wenn man einen Tempomacher-Pokémon vorne hat und dann nicht verwirrt werden kann. Haha, das ist echt schön. Ich mag Fleckmon jetzt schon dafür. Dafür, dass es einfach Tempomacher hat. Ach ja, es ist halt genug verwirrt schon so. Und deswegen kann es einfach nicht weiter verwirrt werden, voll schön. Und der Rest des Teams erhält auch EP, bla 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 bla. Ach ja, Fleckmon ist schon nice. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch so tun können. Ich wusste es. Ich habe dem Captain Bescheid gesagt, dass sich schon wieder Mitglieder von Team Skull am Hafen herumtreiben. Wie heißt es so schön? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Für Team Skull geht das ganz besonders. Diese Typen sind echte Schurken. Sie fangen ohne Vorwarnung Streit an und versuchen die Pokémon anderer zu stehlen. Auf die Pokémon in der Prüfungsstätte haben sie es auch abgesehen, vermutlich um sie zu verkaufen. Sie schaffen es von sich einzuschleichen, aber der Rest des Plans geht immer in die Hose. Oh Gott, Team Skull treibt sich in der Hafengegend herum. Ich bin schockiert. Brrst. Wer ist Team Skull? Ich kenne sie doch noch gar nicht. Aber das finden wir im nächsten Part heraus, denn für diesen Part würde ich sagen,
soll es das gewesen sein. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Von meiner Seite aus, Schizikowski, euer FlassTV. Bye bye.